Hallo Leute, hier ist eure Licia und herzlich willkommen zu einem erneuten Mittwochs-Update. Wir haben den 17.06.2015 und neben mir steht die Stacy Brave Beer. Hallo. Hallo. Genau, die Stacy ist nämlich mit mir im Teamspeak und die liebe Stacy hat auch schon seit längerer Zeit die 100 Abonnenten geknackt, wollte ich sagen. Und zwar hat sie 165 Abonnenten zurzeit. Und die liebe Stacy macht Musikvideos, Update-Videos ab und zu. Und ab und zu kommt auch ihr kleiner Hamster Sammy mal zu Gesicht. Und macht die liebe Stacy auch mal Videos über ihren kleinen Sammy. Genau. Und wir werden heute zusammen das Mittwochs-Update aufnehmen. Und es ist nicht irgendein Mittwochs-Update, sondern was ist es? Das Midsommerfest. Genau. Es ist mal wieder Midsommerzeit und passend dazu habe ich schon rausgesucht vom Jahr 2014 den Blumenkranz fürs Pferd. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, ob man den in den Shop kaufen konnte oder ob man den eine Quest bekommen hat. Ich glaube, einen hat man bekommen und den anderen konnte man kaufen. Dann gucken wir mal, ob das dieses Jahr auch so ist gleich. Und ich hatte vor einer Woche die Grüßeliste kurzzeitig offen. Ich hatte über 600 Kommentare, die gegrüßt werden wollen. Also die Leute grüßen da irgendjemanden. Ich habe jetzt erst ein paar aufgeschrieben. Ich grüße jetzt einfach mal und dann fangen wir auch wirklich mit den Quests an. Und zwar grüßt die Lina Watersun, die Elisabeth Haynose und die Laia Yellow Nest. Die Chanel Runge grüßt Theresa Darkside und die Josephine Riverheart. Die Liv Moonest grüßt die Shady Protectors, die Paula Silent Rock und die Penelope Walpaw. Die Grace Oldroad grüßt Nadine Fischbecker, Aloma Friend Daughter, die Vera Angel Lake und die Everwind Mice Girls. Ja, das ist ein Club. Und die Lila Greendoll grüßt die Alessia Archside, die Christina Goldfall und mich, die Alicia Snow Daughter. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zu Steve Stacy, oder? Ja, würde ich sagen. Wo hast du deinen Heimatstall? Auch bei Steve. Auch bei Steve, dann lassen wir uns abholen, oder? Ja, okay. Okay, gut. Möchtest du gleich lesen? Kann ich machen. Okay, wir können uns ja ein bisschen abwechseln. Oh, okay, es ist ein bisschen voll hier. Ein bisschen. Wenn wir Steve überhaupt anklicken können wieder. Müssen wir gleich mal gucken. Versuchen wir es mal an den Füßen. Ja. An den Füßen. An den Füßen, ja. Wenn du auf die Füße klickst, kriegst du ihn manchmal. Mit ich probiere es immer von oben. Von oben? Ja, manchmal geht das auch von oben, aber ich finde, da sind manchmal zu viele Köpfe. So. Mein Pferd leckt gerade voll. Hast du die Quest, oder? Nee, mein Pferd macht gerade, was es will. Es macht, was es will. Ist zu viel Getrubel. Ja. Hat ein bisschen Platzangst, verstehe ich. Ja, ne. Jetzt. Nee, warte, jetzt ich nicht. Warte. Fängt gut an. So, okay, ich bin soweit. Habe ihn angeklickt. Okay, soll ich lesen? Ja, bitte doch. Hallo Stacy. In Jorvik feiern wir jedes Jahr das traditionelle Midsommerfest. Midsommer ist der längste Tag des Jahres, wenn die Sonne lange scheint und die Nacht ganz kurz ist. Das nennt man Sommersonnenwende. Diese Tradition existiert seit Ewigkeiten und jedes Jahr gibt es viel vorzubereiten. Meistens bleiben diese Aufgaben an mir hängen. Hast du Lust, mir dabei zu helfen, das Midsommerfest in Silverglade vorzubereiten? Haben wir Lust? Natürlich haben wir das. Natürlich haben wir Lust. Und wir kriegen sogar 15 Spieler-XP. Vielleicht werde ich ja da doch noch mal irgendwann mal Level 17. Mal gucken. Ich habe ihn noch nicht anklicken können. Okay, ich habe ihn. Möchtest du weiterlesen, oder? Okay. Oh, cool. Ich bin mir sicher, dass wir es schaffen werden, mit Sommer nach Silverglade zu bringen. Setz dir einen Strohhut auf und los geht's. Ich habe meinen schon auf. Hast du deinen auf? Ich habe so einen anderen hier. Ein Cowboy-Hut. Passt auch. Jetzt kann ich den wieder nicht anklicken. Ich habe auch... Welches nehmen wir denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, weil ich kann ihn noch nicht mal anklicken. So, jetzt... wie wär's mit lange Bäume? Okay. Okay, ich lese einfach mal weiter erstmal, ja? Ja. So, lange Bäume. Diese Tradition kann manchmal etwas befremdlich auf Menschen aus anderen Regionen wirken. Hier in den nördlichen Breitgraden ist es jedoch etwas sehr Normales. In Jorvik bauen wir Midsommerbäume und machen ein Midsommerfeuer. Wir fangen mit den Midsommerbäumen an. Man nennt sie auch Maibäume.
Diese Bäume werden in Blätter eingewickelt. Es kommt von der deutschen Tradition, an besonderen Tagen mit Blättern zu schmücken. Als erstes müssen wir die Bäume holen. Sie liegen direkt hier. Nimm sie. Wir feiern immer an unterschiedlichen Orten, aber letztes Jahr dachte ich, dass die Evergreen-Felder dieses Jahr am besten sind. So wie jedes Jahr. Aber egal. Genau zwischen Mali und der halbfertigen Reitbahn der Baroness. Nimm die Bäume und bring sie zum Festplatz, nördlich von Malis Koppel. Ich werde inzwischen die Einladung schreiben. Okay, dann machen wir das. Aber sollen wir auch schon nochmal die andere Quest annehmen? Ich würde sagen, ja. Okay, willst du den dann wieder vorlesen? Kann ich machen. Einen Moment. Okay, Blätter zum Schmücken habe ich. Um die Bäume verkleiden zu können, brauchen wir Blätter. Massenhaft wunderschöne grüne Birkenblätter. Im Gebiet um Silverglade in Richtung Weingut gibt es viele Birken. Sammle so viele Blätter, wie du nur tragen kannst und bring sie zum Festplatz. Komm dann zu mir zurück. Dann machen wir das mal. Oh, jetzt weiß ich, was die Juju vorhin meinte. Siehst du es auch? Sehr cool, ja, wir kriegen unten jetzt, genau, diese Questgegenstände kriegen wir jetzt angezeigt, wie viele wir haben von, was wir auch immer sammeln müssen. Das ist sehr cool. So. Warte, wollen wir nicht erst die Stangen holen? Wo sind die denn? Die sind hier hinten, glaube ich. Irgendwo. Gut, dass du es gesagt hast, ich hab's jetzt verpeilt. Weil ich glaube, das bringt wenig, wenn wir jetzt da die Blätter sammeln und dann wieder zurücklaufen. Das ist wohl wahr. Ah ja. Jo, ich habe jetzt zwei riesengroßen Stangen bei mir auf dem Rücken. Gott, das sieht aus. Von dem du reitest bei mir da die ganze Zeit rein. Das sieht ein bisschen brutal aus, muss ich zugeben. Okay, sollen wir trotzdem schon ein paar Birkenblätter noch sammeln? Ich würde sagen, ja. Mit schicker Popo-Deko. Gut. Können wir auch richtig galoppieren damit? Ja, können wir. Hoffentlich finde ich dich gleich noch in dem ganzen Gewusel. Ich habe dich gerade nicht mehr richtig gesehen. Ich habe in all den Jahren, wo ich SSO spiele, das habe ich Stacy vorhin schon erzählt, noch nie die Midsommar-Quest fertig gemacht. Noch nie. Ich schaffe es immer den Anfang. Da bin ich auch immer ganz motiviert bei und nehme das auch auf. Und dann verliert mich die Motivation. Oder ich verliere die Motivation. Und ja. Ist ja auch jedes Jahr echt das Gleiche. Ja, aber ich habe es ja noch nie komplett gemacht. Also sollte ich mich nicht beschweren. So, hier haben wir ein paar Blätter. Ja, hier liegt was. Genau. 20 sollen wir davon sammeln. Also wir kriegen immer zwei. Pro Sammeln kriegen wir immer zwei. Das sollte ja dann schnell gehen. Eigentlich schon. Ein bisschen in die Bäume reinspringen, damit wir die Blätter noch kriegen. So. In den SSO-News stand auch noch drin, dass es dieses Jahr auch wieder so eine Schatzsuche. War das eine Schatzsuche? Ja, Schatzsuche. Mhm. Dass es die auch wieder gibt, aber dass es dieses Jahr andere Belohnung geben soll. Also es ist dieses Jahr nicht so gleich wie letztes Jahr. Es gibt zumindest andere Belohnung, möchte ich damit sagen. Mir fehlen irgendwie 4 Blätter. Ich weiß auch nicht. Ach ja. Ich krieg diese Blätter, die in den Bäumen hängen, nicht. Nicht? Und wenn du also hochspringst? Ja, ich bin nicht. Oh Mann. So, ich hab jetzt alle. Ich such dich nur. Ah, ich hab dich gefunden. Okay. So. 2 fehlen mir noch. 2? Auf dem Hauptweg waren noch welche. Ich weiß nicht, ob du da die schon eingesammelt hast. Guck einfach mal, da ist eins. Nur da so. So, jetzt habe ich auch alles. Okay, dann einmal zum Midsommarplatz, würde ich sagen. Ja, der ist wieder an gleicher Stelle, ne? Ich denke, ja. Hat er ja gesagt, zwischen Marley und der halbfertigen Galoppstrecke. Also sollte das ja wie jedes Jahr hier sein. Ja, hier sind alle. Ja. Ist hier. Gut, okay. Dann... Oh Gott. 2 Stöcker liegen da jetzt. Gut. So, und jetzt sollen wir wieder zurück zu Steve, ne? Ja, ich lasse mich mal kurz abholen. Ich bin mal so faul, Stacy. Ich auch. Okay.
dazu. So, wo bist du denn? Ich stehe bei Steve oder in Steve fast so. Ich kann die Quest okay. Auf jeden Fall anklicken. Ah, da ja. Oh, mein Pferd will schon wieder nicht anhalten. Ja, er hat Angst in der Masse. Verstehe ich. Okay, lange Bäume? Ja. Okay. Sind die Stangen, wo sie hingehören? Super. Ja, supi, machen wir gerne. Und, wenn diese Menschenmasse nicht hier wären. So, Blätter zum Schmücken. Hast du? Ja. Okay. Die Blätter sind da. Gut, gut. Bald werden die Bäume mit den grünsten aller Blätter verkleidet sein. Das wird ein Spaß. Okay, was haben wir denn jetzt zu machen? Blumen, Blumen, Blumen. Willst du Blumen, Blumen, Blumen vorlesen oder soll ich Blumen, Blumen, Blumen vorlesen? Ich kann ruhig vorlesen. Okay. Die Wiesenblumen blühen zur Zeit in voller Pracht und das ist sehr gut, da wir massenhaft davon brauchen, um die Bäume zu dekorieren. Wir brauchen wilde Wiesenblumen, die wildesten, die es gibt. Man kann sie in den Everwind-Feldern finden. Sammle Blumen und lege sie in einem kleinen Haufen auf dem Festplatz. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Okay. Gehen wir Blumen sammeln. Ja, gehen wir Blumen sammeln, wir Blumenkinder. So. Können doch einfach mal einen Blumenkranz dazulegen. Dann müssen wir nicht so viele sammeln. Was sammeln wir die denn? Naja. Haben wir ja einiges abzugraben. Ich hab meinen, glaube ich, verkauft. Ehrlich? Vom letzten Jahr? Ja. Oh weh. Sollen wir schon mal spoilern oder sollen wir es lieber sein lassen? Ich weiß es nicht. Wir verraten euch eins. Die Blumenkränze dieses Jahr fürs Pferd sehen nicht so aus wie in den letzten Jahren. Genau. Das ist nicht zu viel gesagt, glaube ich. So, du kannst auch ruhig im vollen Gas an mir vorbeizischen. Stacy? Nee, alles gut. Okay. Ich glaube, ich reite nämlich gerade total wirr. Ja, ich weiß quasi nicht, wo du hin willst. Ich sag ja, ich reite total wirr. Aber wir nähern uns der Sache. Ja, irgendwo. Doch, da ist die erste, die glitzert. Eine. Zwei. Ich wollte gerade sagen, wir treffen uns am besten gleich wieder auf der Hauptstraße, wenn jeder seine Blumen gesammelt hat. Ja. So. Fünf. Sechs. Sieben. Darfst mich ruhig korrigieren nächstes Mal, wenn ich total unsinnig reite. Alte Frau. Bin ein bisschen durcheinander ab und an. So. Uah. Wie viel hast du schon? Ich habe 9. Okay, habe ich auch so viele. Jetzt habe ich 10. Sind wir jetzt circa gleich fertig. Gleichzeitig fertig. So. Ihr wisst schon, was ich meine. So, eine noch. Wir finden 2. So. Eine noch. Eine noch? Bist du denn? Da. Da. Hast du alle? Bist du denn? Ja. Hinter dir. Dann auf zum Festplatz. So. Also für alle, die dasselbe Problem haben wie ich und so keine Hauptquests mehr haben und auf Level 16 festhängen, kann ich nochmal erwähnen, macht am besten jetzt die Midsommerquests, weil die geben euch Spielererfahrung, macht die lustigen Fischerquests und okay. Das war keine gute Idee. Der Big Brother hat's, erstaunlich gut gemeistert, wie auch immer. Was ich sagen wollte, macht die Fischerquests und und der Pferdemarkt, der gibt euch auch Spielererfahrung. So, ich lasse mich nochmal abholen.
Das dauert immer ein bisschen länger, wenn wir da wieder zurückreiten würden. Mikrofon muted. Mikrofon activated. So, ich stehe drin. Ich auch gleich. Okay. Muss ich ihn nur noch bekommen? Hast du? Noch nicht. Okay. Gut, dann sind die Blumen auch an ihrem Platz. Herrlich. Ich kann das Midsommar schon. Ich kann Midsommar schon in der Luft spüren. So rum. Die Errichtung des Baums. Stacy, dein Auftritt wieder. Du machst das so schön. Dann wollen wir den Baum mal aufrichten. Du darfst ihn auch gerne zusammenbauen. Wir machen das eigentlich immer zusammen, aber dann fragen sich die Leute, warum es noch nicht vorher gemacht wurde. Schreite zum Festplatz und kümmere dich um den Baum. Erst muss der Baum aufgestellt werden, dann mit Blättern und erst dann mit Blumen geschmückt werden. Außerdem musst du 2 Blumenkränze aufhängen. Komm zu mir, wenn du fertig bist. Ich mache mit den Einladungen weiter. Ist ja immer noch nicht fertig. Mensch, Mensch, Mensch. Er braucht aber lange dafür. So, im Jagdgalopp wieder dahin. Hast du schon das Silverglade-Championat mal gemacht? Ja. Ja, und? Hattest du Erfolg? Naja, Platz 15. Naja, gut. Ja, aber es ist ja auch nicht so einfach. Es ist ja auch noch ganz neu, ne? Also. Ja, ich bin sowieso nicht so gut in sowas. Nicht? Reitest du nicht gerne Championate oder? Also an sich tue ich es schon gerne, aber ich reite einfach überall gegen. Naja, vielleicht wenn man die Strecke ein bisschen mehr gewöhnt ist, vielleicht klappt das dann besser. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich bin jetzt 2-mal geritten und einmal 15. und das andere war, glaube ich, 10. Ja, guck, dann besserst du dich doch. Dann. So. Steht die bei mir in einem Ding? Nee. Ich kann den Boden nicht anklicken. Wie näher, du bist mir im Weg. Ich kann. Wir müssen immer auf den Boden klicken und dann stelle ich erst das Kreuz auf, dann die Blätter und dann kommen die Blumen drauf. Oh, jetzt muss ich nochmal. Ich kann auch nicht auf den Boden klicken. Ja, die Spieler sind da irgendwie. Achso, ach, und die Kränze dürfen nicht vergessen. Dann nochmal auf den Boden klicken. Ja. Oh, meiner ist fertig. Nochmal. 1, 2, 3, 4. 5-mal müssen wir, glaube ich, draufdrücken. Jetzt? Lassen wir uns wieder abholen, oder? Wir lassen uns wieder abholen. Und hallo, ihr Lieben, die hier gerade herumstehen. Wir sind gerade allerdings am Aufnehmen. So, aber ich würde sagen, wenn wir die Quest abgeben haben, wollte ich sagen, dann machen wir hier erstmal einen kurzen Cut, sonst wird die Folge so ellenlang. Ja. So. Bist du soweit? Muss ich ihn nur noch finden? Oh, jetzt ist mein Pferd wieder durchgerannt. Ich kann den Baum sogar von hier sehen. So ein wunderschöner Midsommerbaum. Gut gemacht. Gut, dann bevor wir weitermachen, stellen wir uns hier mal einmal an den Rand. So, vielleicht zum Pferdestylisten so. So, die Stacy und ich machen hier einmal ganz kurz einen Cut. Ich hoffe, euch hat es natürlich gefallen. Wenn ihr mal bei der Stacy vorbeigucken wollt, dann könnt ihr entweder jetzt auf die Stacy klicken oder unten in der Videobeschreibung steht ihr Kanal. Link. Ja. Und wir hören uns in der nächsten Update-Folge. Bis dahin, eure Alicia. Tschüss. Und die Stacy. Tschüss.